Was ein Start in den Tag, oder? Ich fühle mich gut. War geil. Ja. Und die Aussicht hier ist richtig nice, ey. Das hier ist so ein kleiner Tempel, glaube ich. Richtig episch. Also willkommen in Pushkar, würde ich sagen. So bei der Übung sind nach hinten so Affen lang gekrabbelt und so. Richtig cool. Und ja, ich fand den echt ganz cool. Also Yoga gibt es ja auch. Das ist wieder so ein kleiner, peacevoller Ort hier. Echt klein. Am einen so einen kleinen See rumgebaut. Eine Straße eigentlich, auf der man lang gehen kann, so ungefähr. 1000 chillige Restaurants und so. Richtig cool. Und ja, wir sind frisch gejoggert. Und ich würde sagen, gehen wir mal die Stadt entdecken und relaxen. Alles vernichtet. Richtig lecker gewesen. Also fast wird das beste Frühstück bis jetzt. Auch der Orangensaft ist endlich mal richtig nice. Der erste Orangensaft, der mal richtig nice ist. Der richtig nice ist. Der richtig nice. Das ist irgendwie komisch. Die können hier so geile Juices produzieren und Lassis, aber Orangensaft ist immer eine Schwierigkeit. Obwohl Orangensaft eigentlich nur Orangen auspressen bedeutet. War auf jeden Fall geil. Was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt nach unser Hotel. Ich habe hier eine Fliege, die nicht fliegen kann. Seht ihr sie? Die tut mir voll leid, die muss ich putzen, aber sie putzt und sie kann nicht fliegen. Die Arme. Das ist, weil sie in Honig gefallen ist vorher. Sie wollte meinen Honig klauen, weil sie jetzt verdient. Dein Honig. Mein Honig, Digga, sie will mein Honig. Okay, also wir gehen jetzt ins Hotel und ich habe gesehen, wir haben 100 Abonnenten. 100, Digga! Also ab jetzt werden wir berühmt quasi. Scheiße, sie weggeflogen, sie kann wieder fliegen. Okay. Fliege geht's gut, uns geht's gut. Und wir gehen jetzt zurück. Und jetzt machen wir das, was ich versprochen habe. Und zwar haben wir vor 3 Monaten, bevor wir losgefahren sind, haben uns unsere engsten Freunde Challenges aufgetragen, die wir während unserer Reise lösen müssen. Und wir haben sie uns noch gar nicht reingezogen. Meine Ausrede ist jetzt, ich wollte mir das natürlich aufsparen, bis jetzt mal ein paar Leute zugucken und so. Eigentlich waren wir einfach nicht so faul, das ist jetzt so gekommen. Aber ich sag mal so, jetzt lohnt es sich natürlich mehr, wenn mehr Leute zugucken. Also wir gucken sie uns jetzt an, wir haben sie noch gar nicht gesehen, wir gucken sie uns jetzt an. Und ich schneide dann schon mal ein bisschen was rein, damit ihr ungefähr wisst, was euch erwartet. Ich bin auch richtig gespannt, das wird bestimmt richtig krass. Die haben bestimmt sich nur Scheiße ausgedacht, die Leute. Und da sind wir wieder. Von der Wohnung, von dem Hotel hier, von der Homestay. Und jetzt gucken wir uns die Challenges an. Ich vermute, es sind eklige Sachen und unangenehme Sachen. Ich hoffe, es sind auch ein paar nette Sachen dabei. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Man muss auch dazu sagen, wir haben diese Aufgabe gestellt quasi an unserer Abschiedsparty. Heißt, da spricht bestimmt auch das ein oder andere Bier aus der ein oder anderen Person. Ja, das kann gut Somit sein. Somit wird es, glaube ich, schon ziemlich... Scheiße. Für uns gut, witzig. Für euch vielleicht. Ja, und deswegen fangen wir jetzt, obwohl, erstmal zeigen wir uns euch kurz dieses geile Homestay hier. Das ist nämlich richtig chillig. Guckt euch an, das sieht richtig geil aus. Das ist so Oldschool-Style. Guckt euch das an. Wir können auch nach oben rauf, da haben wir noch eine Dachterrasse. Und dann haben wir da hinten so coole Fenster. Oder so Türenfenster, das Bett mitten im Zimmer. Die Klamotten mitten auf dem Boden. Schon ganz stylisch, oder? Und es kostet, glaube ich, lass mich nicht lügen, so 2 Euro pro Person, 2,50 Euro vielleicht. Unglaublich. Also der Ort hier ist echt ganz schön. Hat Stil, Leute. So, jetzt sehe ich gerade, der Akku blinkt. Gut, dass ich das nochmal gemacht habe. Jetzt sehe ich nochmal den Akku und dann geht's zu den Challenges. Auf geht's. Okay. Fang einfach oben an, oder? Ja. Ich krieg mich gleich nicht mehr. Okay, Leute. Das erste ist bestimmt eh ein Fail oder so. Bestimmt gleich. Los geht's.
Big Screen. Licht brennt, richtig. Läuft schon, David, du musst nichts mehr drücken. Hier ist eine Bierflasche dabei. Das wird lange. Ist das richtig? Du bist sogar scharf. Challenge. Oha, nice. Okay, Erzähl. Hi. Hallo. Hey, du bist ein Alter. Hallihallo, meine Lieben. Challenges. Hi, Challenges. Ich muss jetzt hier leider meine Challenge vorschlagen. Die Challenge ist, dass... Meine Challenge an euch ist... Geld ist noch. Voll die gute Idee. Gerne. Aber ich will, dass du es wenigstens versuchst. Das ist schwierig auf jeden Fall. Es ist nicht dein Ernst. Okay, oh mein cool. Gott. Ich wollte euch noch ganz viel Spaß wünschen und passt auf euch auf. Ja. Tschüss. Tschüss. Aber ansonsten sind auf jeden Fall ein paar geile Sachen dabei. Ein paar eklige und ein paar nervige. Aber ich find's cool, ihr habt euch Mühe gegeben. Ich glaube, das wird witzig für uns. Und es ist auf jeden Fall nicht so, als würden wir alles so machen können. Sondern es ist schon, wird spannend auf jeden Fall. Ja, aber ich bin natürlich überraschend, was die Challenges sind. Also ich hau jetzt hier nicht alles raus. Aber wie gesagt, ein paar eklige, ein paar richtig coole und ein paar nervige Aufgaben dabei. Wir werden auf jeden Fall versuchen, alles unser Möglichstes zu tun. Wenn wir keine Elefanten mehr sehen, können wir keine Elefanten rein. Also so zum Beispiel, es geht dann leider nicht. Ansonsten werden wir uns auf jeden Fall Mühe geben. Und ich glaube, das wird richtig witzig. Und ja, ich werde das auf jeden Fall einbinden in die Videos. Ich weiß noch nicht, ob ich es wöchentlich schaffe zum Beispiel, weil manche Challenges brauchen schon alleine eine Woche, manche brauchen 2 Wochen, manche brauchen einen Monat. Deswegen weiß noch nicht, ob das so klappt, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das regelmäßig zu machen, dass ihr wisst, so an dem Tag kommt eine Challenge. Und wenn nicht, steht es fett im Titel. Also Leute, wir sind gespannt auf die erste. Wir müssen uns noch eine raussuchen, ne? Ja. Und die Fingernägel. Tschüss. Perfekter Zeitpunkt, würde ich sagen. Wir sind jetzt hier gerade am Heiligen See, um den die Stadt umgebaut ist. Wir sind gestern rumgelaufen, schon in 10 Minuten oder so. Das ist echt nicht groß. Okay, vielleicht war es eine Stunde. Aber ihr seht ja, das ist er. Und viel mehr ist hier auch nicht. Also das ist die Stadt, die ist an diesem Fluss gebaut. Und hier ist heute Abend noch irgendwie eine Party, glaube ich. Also wir gehen jetzt hier ein bisschen lang, genießen die Sonne und essen was, oder? Ja. Ist auf jeden Fall mega schön hier. Und die Tauben wieder. Ja, ja. Es geht ab, Alter. Das sah richtig fett aus, oder? Hä? Ja, ich merke schon, die wechseln immer, ne? Aber ich... Das ist noch nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass es für Neulinge ist. Ich guck's mir nochmal an, vielleicht mache ich dann mal mit, aber richtig geil, ja. Habt ihr es gesehen? Wie ich es drauf hab. Es war richtig cool, Alter. Es hat richtig vibriert. Es ist leider schon vorbei. Hallo. Und ja, es hat richtig Bock gemacht. Und man ist so, er musste gar nicht, kann man hat automatisch irgendwie gemerkt, wenn es schneller wurde. Und am Ende ging es richtig ab. Das war geil. Ich mag die Stadt. Die Sonne ist mittlerweile hinuntergegangen. Und wir sitzen hier auf der Bühne. Das zeige ich euch gleich mal. Aber erstmal müssen wir den See sehen. Jetzt rundherum, der ganze See ist mit Kerzen geschmückt, das sieht so nice aus.
Richtig und schön. Jetzt sind hier so ein paar Dance-Musik-Performances. Das ist Music and Yoga Festival. Und jetzt geht's auch schon los mit indischer Musik. Eben bei The Tree Day. Das ist echt schön, ja. Also wir genießen das heute Abend noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Hallo. Hallo. Hallo.